Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Zuallererst möchte ich mich bei euch entschuldigen, und zwar dafür, dass die Parts gerade so unregelmäßig auf meinem YouTube-Kanal erscheinen. Das liegt daran, für all jene, die es noch nicht wissen, wir haben bei mir daheim gerade eine größere Baustelle. Sprich, wir bekommen Asphalt und wir müssen die Vorarbeiten für den Asphalt erledigen, also mithelfen. Und zwar handelt es sich dabei um die Schotterung des Weges. Und da wir da sehr, sehr viel Eigenleistung mit einbringen müssen und obendrein noch unsere Heidelbeerernte stattfindet, habe ich gerade einen Arbeitstag von insgesamt, ich glaube 15 Stunden oder so. Und das ist gerade ziemlich heftig, da ich auch zu meinem lieben Freund heimfahre, um die Parts zu machen, sie hochzuladen, ist es mir im Moment gar nicht möglich, zwei Parts täglich zu machen bzw. hochzuladen. Und da dachte ich mir, ich mache es mir jetzt mal ein bisschen einfacher und mache einfach jeden Tag nur einen Part, den ich hochladen werde. Abwechselnd eben Fallout und die Gilde 2. Ich hoffe sehr, dass ihr dadurch nicht allzu traurig seid. Die Parts bleiben mit 40 Minuten Länge, ganz klar. Nur, wie gesagt, es geht momentan echt nicht. Ich habe es mit Vorproduzieren probiert, haut nicht hin. Mit 3 Stunden Schlaf ist der nächste Tag dann doch etwas anstrengend. Zwar habe ich dann einen Tag Pause, wenn ich so möchte, weil der Tag darauf dann eben 3 Parts Gilde quasi von mir abverlangen würden. Aber ich dachte mir, ausnahmsweise machen wir es mal so. Also abwechselnd einen Tag mit Fallout, einen Tag mit Gilde 2. Und das ganze Theater, sag ich mal, geht voraussichtlich bis Anfang August. Wenn ich Glück habe, schon hört es eben schon mit Ende Juli auf. Ich muss schauen, wie es läuft, also wie gut das Ganze läuft. Und dann können wir auch wieder mehr Parts machen. Jo, vielleicht, wenn auch wirklich technisch alles klappt, bringe ich es auch zusammen, dass wir dann mit Anfang August, würde ich mal meinen, vielleicht sogar schon unseren ersten Twitch-Abend probieren könnten. Als Spiel dachte ich da an Risen, den ersten Teil, da es von der Abstimmung her, die ich bei Gothic 2, die Nacht des Raben, an euch gestellt habe, so ausgegangen ist, dass ihr gerne Risen sehen möchtet. Und da dachte ich mir, vielleicht klappt das ja technisch und alles mit meinem, mit meinem technischen Know-how auch. Dass wir das so irgendwie hinkriegen und hinferkeln. Also ich bin mal gespannt. Ihr könnt ja schon einiges vorbereiten bis dahin. Zum Beispiel eine Kotztüte oder so. Für den Fall, dass mein engelsgleiches Antlitz euch dann doch zu viel des Guten wäre. Ja, ganz bescheiden ausgedrückt. Aber wir sind jetzt hier bei Fallout 4 und wir haben im letzten Part einigen Raidern das Leben schwer gemacht. Ja, und die werden wir uns auch gleich mal da hier, also wir werden sie mal ausrauben. Okay. Bist du auch mal ein Raider gewesen? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Jedenfalls sind hier haufenweise Rollstühle, da ist meiner. Die hat es zerrissen, da wir im letzten Part da aus Versehen eine Sprengfalle ausgelöst haben. Und ja, die waren dann eben kaputt. Ja, schön. Sehr gut. Langhalsvase mit Weidenmuster. Nehmen wir alles mit. Da drüben wird es auch wieder rübergehen. Das ist nur eine Puppe, oder? Ja. Schaut schon wieder so komisch aus. Wow. Was bist du? Den hat es auch zerlegt. Ah, den haben wir, glaube ich, erschossen. So, Schrottpatronen. Wunderprächtig. Gut. Was wir hier eigentlich machen, falls es Leute gibt, die hier uns zum ersten Mal zuschauen, Hallöchen mal an der Stelle, nebenbei. Wir möchten hier gerne ein paar Raider plätten. Also ich glaube, wir haben sie schon geplättet. Denn das ist ein Auftrag von einem armen Farmer gewesen,
den diese Fieslinge ständig ausgeraubt haben und das Leben schwer gemacht haben. Und zur Strafe dafür sind wir jetzt mal da und haben hier sauberst aufgeräumt. Jawohl, zumindest sind wir gerade dabei aufzuräumen, indem wir den ganzen Schrott hier mitnehmen. Puh. Jo. Da haben wir eine Treppe. Da drüben ist auch noch jemand. Hallo, grüß dich. Ja, gib einfach her mal das ganze Graffel. Es ist gefährlich, im offenen Gelände herumzustehen. Gehen wir weiter. Ja, ja, ist schon gut. Mal hören, was die Ada immer sagen tut. Verbranntes Modemagazin, Metalleimerchen und haufenweise Hände. Ja, macht ja nichts. Jeder hat seine Macken. Bei mir zum Beispiel hört man ständig den linken Hüftknochen schürfen. Nein, Spaß. Bin ich schon überladen? Ich glaube, ich bin überladen. Ada? Hey, ja, ma'am. Du kriegst ein paar Sachen. Ich hoffe, sie finden, was sie suchen. Und zwar Schrott. So. Bitte sehr, kannst das ganze Klumpert haben. Ist nicht einmal viel, wenn du denkst, ne? Das ist wirklich alles diese blöde Dreckskleidung, ne? So, das und jenes und dieses und das auch und jenes und das sowieso und hier und da. Und das da. Das will ich behalten. Waffen. Mhm. Mhm. Weg vielleicht? Na, jetzt habe ich den Ding, Entschuldigung. Den Ghoul-Typi-Dings da habe ich jetzt aus Versehen. So. Ja. Da kann man den weghauen und die kann man wegtun und. Nein. Nein. Nein, den auch nicht. Die. Puh. Die kann man da mal wegtun, ja, von mir aus. Und jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen leichter sein. Das müsste schon wieder passen, eigentlich. Gut. Dann schauen wir da weiter. Alter, im Zimmer hier sind Gelsen, es ist fürchterlich. Hallöchen, grüß Gottchen. Hier haben wir einen Ventilator. Vakuumröhren. Klohäuschen. So, mit ein bisschen Klumpert. Lass mich mal kurz vorbei. Danke, Ed. Uah. Ich schwör's weit. Au! Der Deichsel. Immer fort diese Kackminen. Das geht nicht einmal so schnell, dass du die aufheben kannst. Kackmistblöder. Ah, die sind hier auch verknüpft, ne? Ist da in der Kiste was drin? Ich glaube nicht, ne? Da geht's rauf. Da gehen wir noch zuerst mal rauf. Ist hier nochmal so eine Kacksprengmine? Gleich einen Schirchen so bei sowas. Ja, natürlich ist eine da. Ich glaube, ich hat es nicht erwischt. Alter. War so klar, ich hab's gewusst, dass eine da ist. Wahrscheinlich auch noch eine zweite. Gib her das. Zeug. Hallo. Gib das Chat her. Hallo? Geht ja. Oh, macht mich voll nervös gerade. Diese Kackspringfallen. Was ist denn das? Silbermedaillon. Na echt, diese Sprengfallen. Katastrophe. Fein. Was? Ja. So kann man auch die Wäsche aufhängen, ne? Bei Bedarf ließen sich diese verstärkten Konstruktionen gut als Deckung nutzen. Ja. So, wo geht's jetzt da lang? Mal
Wahrscheinlich zu noch mehr Sprengfallen. Da hinten wäre eine Flasche. Mehrere Flaschen. Braune Flaschen. Super. Die Ada geht gleich mal baden. Ruck. Das wird jetzt hier gleich wieder Boom machen, ne? Sind wir hier eigentlich fertig? Kartoffelchips. Da ist auch jemand gestorben. Ein Siedler. Lol. Der hatte viel Zeugs dabei. Vor allem Chat so viel. Ein Spiegel. Tja. Da kann man sagen, was man will, dann hat einfach beim Scheißen der Blitz getroffen, ne? Ja. Sind wir eigentlich, jetzt muss ich mal kurz schauen. Sind wir hier eigentlich... Nanu? Ich würde gern... Da. Questmäßig. Nein, das wollte ich so nicht haben. Karte. Sind wir questmäßig hier fertig? Schaut gut aus, ja? Wir können Schnellreise machen. Oder wir gehen noch zuerst dahin. Ah, da sind wir da schneller, wenn wir uns darauf porten. Wenn wir echt mal hier hin müssen, darauf porten und hier hinhatschen und passt schon. Also auf zu die Siedler. Geht nichts, Schnellreise? Doch, geht schon. Okay, und gehen wir. Juhu! Auftrag erfüllt. Die Raiders sind geplättet. Mhm, das ist schön. Haben wir neue Mitglieder für unsere Minutemans, wenn wir Glück haben? Na los, na los. Feine Geschichte. So, da ist er. Grüß dich. Servus. Hast du mal eine Minute Zeit für mich? Du geschäftiger Mensch. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Jupp, die sind im Arsch. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ha. Ach, übrigens, wir haben nochmal geredet und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Supi, danke dir. Hurra! Wir werden dann wieder zurück. Eigentlich, ja, können wir zurück zu unserer Siedlung. Nach, ne? Mit Preston reden. Was ist das? Sprich mit Preston. Ja, Sanctuary Hills. Da oben ist Preston. Daheim. Ja, der Preston. Mhm. Der schickt uns sicher wieder irgendwo hin. Nach Djibouti oder so. Da. Ach, es tut so gut, Leuten zu helfen, ne? Wir sind ja brav. Wir sind ja anständige Menschen, ne? Mhm. Nur ist hier stockfinster. Aber es wäre wieder Erntezeit. Schau mal, Ernte. Hui. Scheint wirklich was zu werden. Jupp. Jetzt wäre es halt schön, wenn Preston da bei uns vorbeihatschen würde. Mama Murphy ist immer die ganze Nacht auf. Die legt sich nicht einmal hin. Tack, tack, tack. Her mit dem Graffel. Na, Mais? Hab ich schon? Haben wir schon. Und meine Karotten? Die Karotten, Karotten, Karotten? Nee, immer noch nicht fertig. Alter. Wie lange brauchen die denn? Oh, Klingenkorn dafür. Supi. Und auch hier. Du auch schon? Nein. Nix Klingenkorn. Aber dafür dieses hier und dieses hier. So und so. So, ja. Aber ohne Möhrchen können wir keine leckere Oma-Gemüsesuppe kochen. Voll gemein. Ich will Möhrchen haben. Wenigstens eins.
Ich meine, da war jetzt eher eins. Und da ist noch unser zweites Möhrchen. Und da ist unser drittes Möhrchen. Wenigstens dreimal Omas Gemüsesuppe können wir kochen. So, da ist noch eine Melone. So, jetzt haben wir genug. Ob man vielleicht so einem Kerl, damit der für Rosi da arbeiten kann, ob man da irgendwas machen kann? Also ins Inventar vielleicht ein bisschen was zu futtern geben, dass er dann mit Rosi quasi arbeiten kann. Wo ist eigentlich dieser Preston schon wieder? Ich glaube, ich gehe mal kurz schlafen. Ich glaube halt, dass es hier geht. Ja, hier schläft noch keiner. War aus der Rüstung raus. Jetzt? Ja. Hau ruck. Passt. Und gutes Nächtle. Eine Stunde? Nee, mehr. Drei Stunden. Ja. Oh, das tat gut. Und gleich wieder einsteigen. Da drinnen riecht es zwar ein wenig muffig, aber trotzdem ist es schön warm und kuschelig. Diese Rüstung sollte uns im Kampf einen eindeutigen Vorteil verschaffen. Jep, das hoffe ich auch. Und da ist er, Preston? Nix Preston. Du nix sein, Preston. Preston? Preston! Preston, wo du sein tun. Du nix sein, Preston. Preston. Heini, wo bist du? Ja, sag einmal. Preston? Hi Kotzi, hast du Preston gesehen? Der ist futsch. Wo ist denn der Kasperl? Ah, hui! Da ist er! Hui! Hallo! Die Sonne wieder aufgeht. Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Aha. Alte Waffen, kehre zur Burg zurück. Na gut, dann machen wir das doch, oder? So, wir möchten zur... Hä? Quest? Warum? Burg oder so, ne? Da. Schnellreisen, okay. Ich liebe das Schnellreisen, das ist so lustig. Denk mal, du müsstest das alles abhatschen. Brauchst du 30 Jahre für das Spiel? Mindestens 30, wenn nicht sogar 31. Aber die Süchtler unter euch schaffen es sicher mit 29 Jahren. So, ja. Da. Sprich mit Roni. Schuh, schwow, schwau, schmiwo, schwapp. Wie viele Minutemen sind es jetzt eigentlich? Da, schau. Da ist einer. Haben die das überlebt? Da vorne ist der zweite. Der dürfte eigentlich gar nicht mehr leben, der da. Der müsste eigentlich hin sein, so wie der da. Du bist auch eine, begräbst dich mal deinen Freund. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Ja? Wer bist du? Sarkastisch, lass mich. Hier bin ich. Wer bist du? Ich bin Ronny Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das. Bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Joe Becker? Du warst ein Minuteman? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin beleidigt. Wieso, Alter? Kannst voll einen auf Zicke machen. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten hier ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Da hast du recht. Ich glaube, ein paar von deinen Leuten musst du noch regelmäßig die Windeln wechseln. Na super. Was willst du? Ich warte. Reden wir.
Komm zur Sache. Was willst du? Ich warte. Reden wir. Mach mal reden wir, oder? Ich würde immer noch gerne wissen, weshalb du mit mir reden willst. Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schaue mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Wir helfen und du? Das Commonwealth braucht uns, die Guten. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Wir helfen. Und du? Ich glaube, wir helfen. Das ist gut, oder? Immerhin versuchen wir, den Leuten zu helfen. Kannst du das auch von dir behaupten? Werd mal nicht frech, Mädchen. Ich war schon lange vor deiner Geburt ein Minuteman. Aber ich habe ein paar gute Dinge über dich gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Okay. Wieder beigetreten. Vielleicht können wir dich gebrauchen. Wir brauchen deine Hilfe. No. Komm auch ohne dich zurecht. Boah, wie gemein, ey. Nein, wir brauchen deine Hilfe. Erfahrene Soldaten können wir immer gebrauchen. Ja. Was du nicht sagst. Aber ich habe da an etwas anderes gedacht. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Ja, das drum da, ne? Das haben wir schon mal angeschaut. Und ich bin nicht dahinter gekommen, wie man das aufbekommen hätte. Aber naja, ist ja mit einer Quest verbunden. Na fein. Also dann, Gnädigste. Wie geht das jetzt auf? Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg rein. Ja, und wie? Tür öffnen. Leichter gesagt als getan. Ich hoffe, du hast eine Idee. Ich weiß nicht, wie. Ich hoffe, du hast eine Idee. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Aha, da konnte man wahrscheinlich unterirdisch dahin gelangen, oder was? Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Ja, wir geben uns Mühe. Rund um die Uhr und la. So, und jetzt, Gnädigste? Okay, ist die hatscht mal da voll dich rein. Und jetzt? Hatscht mal weiter. Da ist ja noch einer. Hallo. Die haben aufgeräumt. Das war das Quartier des Generals. Früher schön. Ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Ah. Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Ja. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Schaufel? Bagger? Sträflinge? Vielleicht? Atombombe? Jetzt setzt sie sich hin. Das ist jetzt meine Arbeit, oder was? Komm schon, General. Du musst doch was haben, mit dem sich die Trümmer beseitigen lassen. Ada, hast du eine Idee? Was soll ich denn dabei haben? Da drüben geht's weiter. Mhm. Okay. Hier, da und so. Ja, und was soll das bitte sein? Zum Trümmer beseitigen. Eine Bombe oder so. Herstellen, Käfig, Raider. Was? Warte mal. Schauen wir doch mal nach. Quest, ne? Vielleicht steht hier in der Quest drinnen, was wir denn da jetzt bitte bauen sollen. Also, alte Waffen. Verschaffte Zugang, ja. Ronny, bla bla, zahlreiche können, wir müssen weg finden, aber wir müssen einen. Ja, das hilft mir ziemlich nicht weiter. Das hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. Waffenkammer der Burg. Was sollen wir denn dann bauen? Schutz, Energie, Dekoration, Möbel, Strukturen, Spezial, Schutz, Ressourcen.
Läden, Herstellung. Das kann eigentlich Herstellung. Kochherd, Kochstation, Laborstation, Powerrüstungsstation, aha, Rüstung, Waffen, Werkbank. Aha. Okay. Käfige werden es nicht sein. Läden glaube ich auch nicht. Ressourcen glaube ich auch nicht. Energie glaube ich fast nicht. Ob da vielleicht echt ein Roboter helfen könnte? Aber ich kann die Station nicht bauen. Es fehlt so viel Glumpert. Warte mal. Vielleicht kann Ada mir helfen. Gib mir mal das ganze Glump, was du da hast. Sehen wir uns mal an, was sie so haben. Ja, gib hier mal alles. Okay. Vielleicht kann ich Ihnen etwas davon abnehmen. Nein, dabei nicht. Warte, so wollte ich das... Nein, um Gottes Willen. So wollte ich das nicht haben. So. Also, kann ich es jetzt bauen? Phew! Warum fehlt mir noch so viel Glumpert? Ja, okay, das kann ich mir schon mal aus den... Also in die Haare, aus die Haare schmieren, wie auch immer, in die Haare schmieren. Ja, das haut momentan nicht so hin, wie ich das gerne gewollt hätte. Aber ich könnte meine ganzen Schrott trotzdem hier einlagern. Ist ja eh wurscht. Transfer, gesamte Schrott. Dann hauen wir weg. Die Waffen. Die... Puh, die Pistole wäre gar nicht so schlecht, ha? Huh? Das wäre ein Scharfschützengewehr. Mhm. Das wäre halt auch nicht so schlecht. Da wäre die Pistole sogar schlechter. Kampfgewehr. Das wäre auch nicht so schlecht. Haben wir irgendwas für die Patronen? Warte mal, die können wir wegtun. Das Jagdgewehr hätte auch schon mehr Wumms als das Scharfschützengewehr. Das kann ich mal wegtun, glaube ich. Die werde ich auch mal wegtun. Oder? Achso, ich habe das Scharfschützengewehr, das macht ja eh Wumms. Dann kann ich überhaupt das wegtun. Genau so war das. Splittergranate. Das tue ich weg. Die wäre halt gut. Die könnte man ausbauen, eventuell das Kampfgewehr. Schauen wir mal. Aber das wird jetzt hier nichts. Das wird hier nichts bringen tun. Das wird sich das Ganze hier nichts bringen. Aufzüge, aha. Kugelbahn, im Ernst. Sonstiges. Alles ruhig hier. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minuten zu verpassen. Wie gesagt, keine Ahnung. Ach so, warte. Transfer. Das ist alles weg. Dann fehlt noch die Kleidung. Die können wir auch noch da lassen, eventuell. Da war mal, weil wir es eh nicht brauchen, können wir es da rein. Also zack, 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 zack. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Zack, zack, zack. 1, 2. Dann kommt dieses Zeug hier weg. Das, dieses und jenes. Auch das kommt weg. Mit Taschen kommt weg. Robust und dieses kommt weg. Diese Voltgeschichte lassen wir mal. Das kommt weg. Und das kommt weg. Sind wir zwar immer noch auf überfüllt volle Kanne, aber ist schon mal besser. Die Mods kommen noch weg. So. Das müsste eigentlich passen. Hoffen wir es mal. Zumindest können wir hatschen. Gefu! Das ärgert mich gerade, dass das nicht geht. Riesengroßes Fu. So ein Käse. Müssen wir da mal eine andere Quest machen. Wir könnten zu Sanctuary Hills zurückgehen. Porten besser gesagt.
Und probieren nochmal mit Preston zu sprechen. Vielleicht können wir da die Quest noch beenden, die wir von diesen Farmen haben. Das wäre mir mehr als lieb. Und dann gehen wir halt aber eine neue Quest an, oder? Das wäre halt schön. Ach ja, ich muss ja noch den Skillpunkt, müssen wir ja eigentlich auch noch verwerten. Stimmt. Den müssen wir auch noch verwerten. Da wäre jetzt echt gut, wenn es möglich ist. Schauen wir mal. Es ist schon wieder dunkel, ne? Oh, das ist schon fertig. Ernsthaft? Das geht so schnell? Hallo Kotzi, bist du fertig mit der Arbeit für heute? Ich glaube, das ist schon. Hui, hui, hui. Nein, das ist wieder wer anders. Was der immer herumlatscht, ne? Das ist wieder wer anders. Da ist er. General? Hallo. Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Mhm. Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Wir geben uns Mühe. Jawohl, sehr schön. Sehr gut. Das ist echt toll, wenn solche Leute mal hierher ziehen würden, ne? Ah, die Händlerin ist wieder da. Hallo. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Wir müssen den Leuten zeigen, dass die Minutemen ihnen wirklich helfen können. Kinderkrippe, Greentop. Wo ist denn das, bitteschön? Greentop. Ah, das ist das. Markierung entfernen, bitte. Wo zum Henker soll das sein? Was ist das? Also Museum der Hexerei. Kinderkrippe, da ist sie. Markierung platzieren. Aha. Puh, was ist denn da in der Nähe? Ach du Heilige. Da wäre es gut hierher porten. Dann den entdecken und den entdecken. Können wir uns ja auch mal eigentlich auf den Weg machen, ne? Warten wir uns hier hin. Ah, ich habe vergessen, ist Inventar jetzt leer? Ich glaube schon. Na, passt schon. Aber die Idee ist, glaube ich, nicht. Doch, nein. Habe ich nicht alles mitgenommen? Müsste passen. Leicht verwirrt. Man merkt, ich bin nicht ganz munter. Na los. Lade fertig. Du kannst das. Du schaffst das. Gib Gas. Gib dein Bestes. Mach hinne. Mach hinne, bitteschön. Mach hinne, bitteschön. La 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 la. La 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 la. Mach hinne, bitteschön. Tra la 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 la. Und hier sehen wir den Ladebildschirm. Nein, doch nicht mehr. Schön. Sicher. Ist ja klar. Warum habe ich keine Waffe ausgerüstet? Das geht so gar nicht. Doppelläufiges Schrot, Scharfschütze. Da. So. Boom hat's gemacht. Alter, wo ist Ada? Wo ist denn bitte Ada? Wo ist Ada? Ada? Genau, wo ist denn die Alte?
Jetzt habe ich direkt getroffen. Alter! Irgendwann hat es da gerade... Wow! Mich hat es gerade zerrissen. Okay, geht nicht. Scheiße. Ist er jetzt hin? Alter, wie geht denn das jetzt, ey? Ich glaube, der eine ist hin. Ist die jetzt auch mal hin? Alter. Alter. Das kann hier echt nicht sein, oder? Muss ich mich da mal kurz verstecken. Geht das? Bin ich so richtig? Wo bin ich hier? Oh! Alter! Der ist hin. Alter Schwede. Der ist hin. Der ist hin. Noch jemand? Wie lästig. Jawohl, geht ja. Choppel blöd. Blöder Choppel. Ist ja Wahnsinn sowas. Was? Noch wer? Nicht getroffen. Supi. Aber jetzt haben wir getroffen. Und... Irgendwas haben wir getroffen, aber glaube ich, das ist das Richtige. Der ist weg. Da unten ist einer. Der hat mal Watschen gekriegt. Boom, hin ist er. Ist jetzt Ruhe hier? Irgendwie explodiert da ein Auto. Super. Hänge ich da irgendwie fest. Das freut mich irrsinnig. Habe ich das jetzt wieder geschafft? Wo schießt denn jetzt schon wieder wer? Da oben. Alter! Der Blöder. Super Mutanten auch noch. Alter, was geht denn da ab? Was? Wo ist denn da wer? Die können ja nicht durch Wände schießen, oder? Da ist einer. Alter, lad nach, Choppern. Passt, der ist hin. Alter Schwede. Na. Was? Noch einer? Au! Arschloch, wo bist du denn? Da oben! Meine Güte! So ein Würstel. Jawohl! Alter Schwede. Ist jetzt Ruhe? Ich glaube, da haben wir was erwischt. Ist da jetzt mal Ruhe? Da oben. Jawohl, getroffen haben wir was. Alter, was da Munition drauf geht, ne? Irgendwas haben wir, glaube ich, erwischt. Jetzt nichts mehr.
Jetzt glaube ich auch nichts. Da glaube ich jetzt auch nichts. Verflixt. Ruhig, ruhig. Arschloch. Habe ich da jetzt echt mal umgebracht. Wenn etwas hier war, dann ist es jetzt fort. Na komm her, du Arsch. Feige Nudel. Wo ist er denn? Da oben, glaube ich, ist jemand. Oder auch nicht. Da. Jawohl. Da hat's die Stiege runtergepfeffert. Muha. Sind wir da jetzt mal fertig? Da oben ist noch irgendwo einer. Wo? Drüben war er gerade. Supermutanten, was? Bestie oder so? Wo ist denn der Kerl? Lol, fut ist er. Dann gehen wir mal die Resteln aufheben. Ups, der Part ist auch zu Ende. Dann glaube ich mal, wir haben im nächsten Part Resteln aufheben. Na Fisch. Na super, echt. Ja. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.